Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Heute testen wir den kleinen Breuking Jam 20. Und ja, kleiner Grill, großes Steak. Ich denke, das wird eine super Mischung. Ich habe hier ein Stück Red Angus. Dry Aged. Schönes Tomahawk Steak. Ja, ob das wird und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Brett haben wir nicht, aber scharfes Messer, den brauchen wir nämlich, um den Karton von dem Game aufzuschneiden. Und gucken wir mal, was da drin ist. Als erstes Aufbauanleitung, mal gucken, ob wir die brauchen. Ich sag mal, echte Männer brauchen keine Aufbauanleitung, aber naja, wir haben sie mal da. Dann haben wir hier der Rost, ja, sehen wir schon, ist kein Gussrost und kein Edelstahlrost, sondern so ein emaillierter Drahtrost. Gut, Seitenteil oder Vorderteil, kann ich zeigen. Ah ja, kann ich erkennen, das ist der Deckel. Oh, guck mal, Aluguss, also nicht irgendwie so gepresstes Blech, sondern Aludruckguss, das ist mir ja sehr sympathisch. Dann haben wir hier den Grill als solches. Und da sehen wir schon, wir haben nicht diese Dual-Tube-Brenner drin, sondern wir haben den Super 8-Brenner hier drin. Der lässt sich hier regeln. Oh, Zünder ist in der Batterie drin und der macht schon Funken. Großartig, da haben wir also relativ wenig zusammenzuschrauben. Dann haben wir hier die Achse und hier Räder und das Flavor Wave Verdampfungssystem. Hier die Bodenplatte mit der Gasflaschenhalterung. Und hier noch Seitentisch. Hier sind so Fettpfännchen. Das obligatorische Befestigungsmaterial. Noch eine Seitenablage, das ist ein Griff, würde ich sagen, und noch zwei Rollen. Und hier verstecken sich noch die Seitenteile und dann ist der große Karton praktisch schon leer geräumt. Ja, das ist die Aufbauanleitung, ich nehme sie doch zur Hand, und zwar besteht die aus 11 Schritten. Ich glaube, das ist lösbar, die Aufgabe. Sieht auch vernünftig bebildert aus. Kann man erkennen, was da zu tun ist, und ich würde sagen, ich starte mal, bis wir bei dem Punkt sind. Und ich sage euch dann, wie lange wir gebraucht haben. Ja, jetzt ist eine halbe Stunde rum. Die habe ich tatsächlich gebraucht zum Aufbauen. So sieht er jetzt aus. Wenn man mal reinguckt, wir haben praktisch den Rost. Und darunter das Flavor Wave System. Und direkt da unten drunter haben wir den Super 8 Brenner. Hier vorne haben wir zwei Steuerelemente. Immer für rechts und immer für den linken Brenner. Damit können wir also ein bisschen indirekt grillen. Und hier haben wir unseren Zünder. Ich liebe diese Geräusche, könnt ihr den ganzen Tag machen. Unten Aludruckguss, oben Aludruckguss. Sieht jetzt mal nicht so verkehrt aus. Ich meine, wenn man die Vergleich sieht, jetzt von diesem kleinen zum großen, ja, liegen doch Welten zwischen. Ich würde sagen, auf dem Balkon passt fast der besser als der große. Ja, weil cool ist, du kannst die Seitenklappen auch abklappen. Zack, dann hast du plötzlich nicht mehr so einen Riesengrill, sondern einen ganz kleinen. Ich meine, der ist ja so schon nicht groß. Und was ich ganz cool finde, ganz witzig, also A hat er Rollen drunter und B passt unten die Gasflasche drin. Der hat jetzt natürlich vorne keine Tür, das heißt, du musst ihn eben umdrehen, um aufzumachen. Aber ja, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von einem Grill, der bei 399 Euro irgendwo im empfohlenen Verkaufspreis liegt. Also da muss man natürlich schon Abstriche machen, und dass der natürlich nicht so ein Monster ist, wie der ganz große, ist auch irgendwo klar. Ja, ich würde sagen, jetzt brennen wir den ein, das ist relativ einfach. Dazu drehen wir die Gasflasche auf. Ich habe schon geschaut, ob alle dicht ist. Übrigens, hinten sieht man, da ist die Fettauffangschale. Weil ja Breuking immer gerne unterstellt wird, dass sie keine Fettauffangschalen haben. Die haben alle eine Fettauffangschale. Außer der ganz kleine Porterchef, der hat keine. Aber der steht eh in der Wiese und da läuft noch nicht so viel raus. Und Gas ist aufgedreht. Und jetzt erste Zündung, ein magischer Moment. Immer Deckel auf. Springt an. Auch gleich angesprungen. Und jetzt machen wir den Deckel zu. Der wird ja gleich fürchterlich anfangen zu qualmen. Das liegt daran, da sind Öl und so Produktionsreste drin und die müssen sie erstmal rausbrennen. Und ja, das dauert eine Weile, so Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn der nicht mehr nach Kunststoff riecht, dann fangen wir an, richtig drauf zu grillen. Siehst du, da qualmt das schon. Ich hoffe, die Kamera kann das ein bisschen einfangen. Also riecht schon nach verbranntem Öl und so. Also man sollte das wirklich machen, weil sonst habt ihr kein schönes erstes Grillerlebnis. Ja, also der Grill ist soweit aufgeheizt gewesen. Ich habe ihn wieder ein bisschen erkalten lassen. Jetzt geht er wieder hoch. Also er war bei bis knapp 320 Grad war der. Also erstaunlich, wie viel Hitze dieses kleine Teil produziert.
Und da ja natürlich all diese Angaben theoretisch sind und wir hier was grillen wollen, habe ich hier diese wunderschöne 1,8 Kilo Red Angus 3-Aged vom Sibble Beef. Ein schönes Stück, ein Tomahawk. Hier haben wir eine Fettschwarte, die ist relativ mächtig, deshalb ritzen wir die so ein bisschen schachbrettmäßig ein. Ihr kennt es schon. Also einfach mit dem Messer hier so durch, auch die durch wie durch Butter. Das liegt natürlich am scharfen Messer und B daran, dass dieses Steak, dieses Fett richtig schön entaltet Fett ist und das ist natürlich sehr, sehr weich. Und dann ziehen wir hier nochmal diagonal hoch. Das machen wir einfach aus dem Grund, dass sich die ganze Sache nachher nicht so fürchterlich zusammenzieht. So. So ist das Ding. Salzen tun wir vorher nicht. Pfeffern auch nicht, weil der Pfeffer würde uns verbrennen und Salzen bringt uns nicht viel. Wir nehmen nachher meinen Klaus Grill Pfeffer. Ihr könnt aber auch Pfeffer und Salz nehmen, nachher zum Würzen. Und viel mehr braucht so ein Jutted Steak an sich nicht. Guck dich mal die Marmorierung. Guck mal hier unten, das sieht aus. Geil, wa? Auch hier drin so schön so. Die kleinen Sprenkeln, ich liebe das. Normalerweise hat der Gem hier so einen schönen Ablagerost drin, den habe ich aber jetzt rausgenommen, weil wir jetzt Platz nach oben brauchen. Und sonst der Ablagerost beim Runterklappen uns ins Steak umschmeißen wollte, würde und den wollen wir nicht. Hier ist der Grill, da ist das Steak und das füllen wir jetzt zusammen. Also, auf da. Und Deckel zu. Für wie lange? Für 90 Sekunden, aber die Frage ist berechtigt. So, 90 Sekunden sind um. Jetzt drehen wir das Fleisch das erste Mal. Jo, 90 Sekunden sind um und jetzt drehen wir mal. Ja, also wir haben keine Gussroste, deshalb haben wir auch kein schönes Muster. Aber so ein bisschen ansatzweise ist es erkennbar. Klar, da fehlt einfach der Gussrost, da kann man sagen, was man will. Ob wir trotzdem lecker hinkriegen, wir werden sehen. Und jetzt drehen wir nochmal. Wisst ihr was, Leute? Also, die Kruste ist mir so schlecht. Also, ich werde das einfach nochmal 90-90, also nochmal zweimal jeweils anderthalb Minuten von der Seite angrillen. Weil ich finde, so ein schönes Steak hat einfach eine schönere Kruste verdient. Und die ist mir noch nicht optimal. Aber dann muss man sich einfach auf sein Grillgerät einstellen, was man hat. Und muss man Fuchs sein. So, also mit der Kruste haben wir hingekriegt. Wir sehen, heiße Grills und fette Steaks bringen immer ein schönes Flammendes Inferno. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt den linken Brenner ausstellen. Den rechten lassen wir auf kleinster Stufe trullern. Und jetzt stellen wir unser Steak so hin. Und ich hoffe, wir kriegen es hingestellt. Ja, es steht. Jetzt gucken wir, dass das unter den Deckel runterpasst. Ein bisschen Bewegung kann man da drin haben. Ja, hält. Gucken, ob es immer noch steht. Ja, steht immer noch. Sieht man das? Guck mal, steht noch. Siehst du? Steht, kein Fake. Großartig. Und jetzt lassen wir das Steak da drin nachziehen, bis wir eine Kerntemperatur von 52, 53 Grad haben. Dann nehme ich meinen Maverick-Thermometer, nee, nicht mein Maverick, mein Thermapen, den nehme ich und steche mir hin und wieder und guck mal, wie weit wir sind. So, wir sind bei 52 Grad Kerntemperatur angekommen. Ich habe jetzt unten die Brenner wieder allein gemacht, weil wir sehen hier drüben die Kruste, diese Fettkruste. Ich mag die sehr, aber ich mag die, wenn die ein bisschen dunkler ist. Deshalb werden wir die jetzt nochmal anknuspern. So, hier mal ein kleines Stück Holz, weil der mir fast umgekippt wäre. Kann man sich ein kleines Stück Smokerholz nehmen. Jetzt habe ich doch nochmal kurz die Rost auf Temperatur kommen lassen, aber der geht bei diesen dünnen Rosten relativ schnell. Und fangen wir mal an, hier aufzusetzen. Muss man mal so ein bisschen wenden. Weil der Rost ist natürlich gleich, sobald man den hochsetzt, kühlt er ab. Also ist halt kein Gussrost, war da hast halt immer ein bisschen Mirakel mit. Aber wenn man weiß, wie man sich behelfen kann, geht der zum Mond hoch. Ah, kommt langsam. So, und jetzt haben wir das so ein bisschen, guck mal, blubbert so ein bisschen. Das sollte reichen. So, da steht der Okolyt, so sieht er aus. Schön von beiden Seiten. Also man muss sagen, obwohl wir jetzt keinen Profi-Rost hatten, haben wir relativ gute Ergebnisse hingekriegt.
Jetzt, das Steak dauert jetzt noch ein bisschen. Lassen wir jetzt ein paar Minuten noch nachgaren. Kann man zwei Sachen zum Grill sagen. Also wir haben eine Brennerleistung von 8,8 kW. Ja, ist das viel oder wenig, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn wir einen Vergleich dazu haben, der da hinten, der Imperial, hat 17,7. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brenner und hat ein bisschen mehr als die doppelte Brennerleistung wie der mit zwei Brennern. Also da ist schon Schub hinter. Man muss natürlich sagen, von der Grillfläche her ist es ein bisschen wenig. Man kann da noch ein bisschen pimpen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich die kleine Grillplatte vom Bräuchling Keck hier hochschmeißt, dann kriegt man auch mehr Kruste hin als mit diesen Spürlin Rosten. Die Gussroste zum Nachrüsten gibt es leider nicht, jedenfalls nicht werkseitig. Es gibt so ein paar verschiedene Händler, wo man Gussroste, sage ich mal, Gussroste nachbestellen kann. Da könnte man schauen, wobei das natürlich den Grill ja wieder teurer macht. Und dann hast du 399 Euro und dann hast du noch 100 Euro Grillrost, da bist du schon bei 599. Und dann bist du schon fast bei dem Bräuking Monarch in der Preisklasse. Beziehungsweise bei den Barons angekommen. Von daher, also ich muss sagen, es ist ein schönes Gerät, macht Spaß. Ich würde es jetzt auch nicht gegen den Großen tauschen wollen. Was denkst du, für wie viele Personen? Was meinst du? Achso, Personenzahl. Also 2 bis 4 kommt man mit gut aus, das ist realistisch. Mhm. Wenn du jetzt eine Grillfeier hast mit 5, 6 Leuten, die kommen und die gute Esser sind, dann wirst du mit dem Gerät bestimmt an die Grenzen stoßen. Kann mir den auch gut als Zweitgrill vorstellen, den man sich irgendwo so daneben stellt für Beilagen, für dies oder jenes oder zum Warmhalten, ist der echt nicht so verkehrt. Ich finde ihn relativ robust, also man sieht die Baumarkt immer rumstehen hier mit so Tüdelhauben oben drauf, wo die irgendwie aus Blech sind. Aber das ist der nicht, der ist schon relativ robust. Ja, bevor wir jetzt zum Verkosten kommen, komme ich doch mal zu einer schönen Neuigkeit, weil der Grill, der steht jetzt hier einfach so auf meiner Terrasse rum und der soll da nicht lange bleiben. Deshalb werden wir Folgendes machen, wir werden den verlosen. Jetzt einen Grill verlosen ist lustig, oder Frau? Ja, das wäre toll. Das wäre toll, oder? Was wäre denn noch toller als einen Grill zu verlosen? Mehrere, genau. Und das werden wir tun. Also wir werden nicht nur den Grill verlosen, der ist der Hauptpreis. Dazu kommen aber 9 von derselben Sorte original verpackt. Die gibt es demnächst zu gewinnen bei Bräuking auf Facebook. Ja, Bräuching Deutschland bei Facebook. Ich verlinke euch das mal hier unten drunter. Da liken, drauf warten, bis das Gewinnspiel kommt und dann den Anweisungen folgen. Die sind aber relativ harmlos gehalten, kann ich euch schon verraten. Ich werde dann auch nochmal teilen, die Gewinnspiel, und dann gibt es die Dinger auch mal nicht nur zu kaufen, sondern auch zu gewinnen. Die Gewinnspiel wird ungefähr einen Monat dauern, so in der Größenordnung, aber das findet ihr halt auf der Seite. Ja, soviel dazu zum Fazit. Ich denke, damit habt ihr ein bisschen Spaß. Aber bevor ich jetzt noch länger erzähle, kümmern wir uns gleich mal um unser Fleisch. Dann schneiden wir unser Fleisch an, dann nehmen wir das Messer, schneiden hier direkt am Knochen runter. So wenig wie möglich Fleisch verschwenden. Da kommt hier unser kleiner Dorn und den muss man immer rumschiffen. Zack, und dann stechen wir hier nochmal ein und ziehen hier nach vorne durch. Dazu legst man das Steak am besten flach. Weil, guck mal hier unten, da sind so Rippen. Und da willst du nicht unbedingt das Messer mit versauen. Also ich habe ein relativ einfaches Messer, wenn du so ein, ja, aus einem Samurai-Schwert geschmiedet hast, dann wird es halt schade drum. So, also das ist der Knochen, der sieht schon mal schön aus. Den nehme ich Montag mit für meine Kollegin, ich kriege den auf Arbeit. Viele Grüße daher. Und, also nicht für meine Kollegin. Der Hund von der Kollegin kriegt den, also das ist nicht so, dass ich meine Kollegin. Das hört sich an, oder? Ja, aber jetzt eben kurz oder? Meine Kollegen müssen die Knochen abknabbern. Nee, aber die haben Hunde und hier noch gelabert. Wie schnell in das Ding an? Ich traue mir ja nicht, wir machen trotzdem. Boah, das läuft durch. Yes! Alter, geil. Ditti fällt mir. Ditti fällt mir sehr. Sehr sogar. Ja, schneide ich mir nochmal so eine kleine Tranche. Hier runter mit dem guten Fett. Wir werden nachher, wenn wir das alle essen, werden wir ein bisschen von dem Fett was zur Seite tun, weil das ist zu viel. Da stirbst du irgendwann von. Also so ein bisschen zum Naschen finde ich immer toll. Mein Klaus grillt Pfeffer rüber tun. Gibt nicht besser zu Steaks. Für mich jedenfalls. Ja, ich mag den auch. Und auch. Oder ein Knoblauchpfeffer. Oh ja, der ist auch gut. Ja, der ist zu Schwein fast noch besser als zu Rind. Mmh. Mmh. Ja, Mann. Mmh. 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 Das ist ein herrlich saftiges Steak. Wir haben relativ wenig Saft aufs Ritz, ihr seht hier. Mhm.
Auch das ist mir nach wie vor ein Mysterium. Ja, mal läuft Saft raus, mal nicht. Mal lässt ein lange ruhen, mal kurz ruhen, mal lässt ein schnell garen, kurz garen. Mal läuft Saft raus, mal nicht. Also gibt verschiedene Verhältnismäßigkeiten. Ich habe die noch nicht rausgekriegt. Macht aber nichts. Also, man muss sagen, kleiner Grill und großes Steak funktioniert, auch wenn das Steak fast teurer war als der Grill. Ja, nicht ganz. Nein, nicht ganz, aber also, wenn da zwei Steaks drauf, dann wäre schon fast pari gewesen. Kann man machen. Kann man absolut machen. Also, man braucht keine 5 Millionen Euro Grills, man kann nur von einem relativ einfachen was machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, folgt mich über Daumen nach oben, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Ich verlinke euch hier unten drunter mal, wie gesagt, bei dem Gewinnspiel. Ansonsten gibt auch kleinen Grills eine Chance, müssen nicht immer große sein. Bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.